Meine Tochter! Danke. Meine Tochter, gepriesen sei Sankt Brigida. Meine Lieben, Patsy, bitte, ich brauche noch einen Namen von dir. Schnelles Erben möglich. Master Chief darf den nächsten Namen aussuchen. Master Chief, einen schönen Namen für unsere Dynastie. Mal gucken. Das ist hier aktuell momentan noch unbenannt. Master Chief, bitte schreibe deinen Vorschlag jetzt in den Chat. Die Wahl ist da. Und verheiratet gestorben. Wer ist denn das? Ratsmarschall. Kopf abgerissen, ist ja ekelhaft. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wenn Master Chief nicht in den nächsten paar Minuten antwortet, dann oder ein paar Sekunden antwortet, dann Party dann los einfach nochmal aus. Wenn er jetzt gerade nicht da ist, dann müssen wir trotzdem auslosen. Wir können das jetzt nicht ewig aufschieben. Oh, die können heiraten tatsächlich. Ja, das machen wir gleich, ne? Warum entfällt das Chance auf Kinder gerade? Ja, okay, Patsy, dann wählen nochmal, ziehen wir nochmal raus. Kann mir das einer sagen, warum Chance auf Kinder jetzt hier entfällt? Wissen wir noch nicht, ne? So. Luca darf den nächsten Namen aussuchen. Brunhilde. Dankeschön. Brunhilde. Wird er Ass. Brunhilde wird hier quasi in unsere Landereien wird dort Einkehr halten. Wir schicken unsere Armee nach Ansbach. Gegen die ersten Räuber von Torgau können wir wahrscheinlich nichts weiter aufbürden. Jetzt gucken wir mal gerade hier oben. Der Krieg läuft schlecht. Und Torgau überfällt gerade hier. Wenn der kommt, dann müssen wir halt wenigstens ein bisschen gegenhalten. 17 Tage, dann ist er da. Gut, was haben wir hier jetzt? Warum entfällt das? Ja, die können doch nicht alle lesbisch sein. Das gibt's doch gar nicht. Ist im Gleichgewicht. Heterosexuell. Heterosexuell. In Ordnung. Geht es gut? Ja, da kannst du nichts sagen. Da ist doch nichts falsch jetzt gerade. Oder ist die Anzeige im Eimer? Ja, unser Anspruch dauert nicht mehr lange, aber unsere Truppen sind ziemlich aufgebröselt. Ich weiß halt jetzt nicht, was ich gerade da machen soll. Wir können nicht schon wieder eine zerlegen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler, oder? Ist das ein Fehler, den sie nicht berechnet hat? Vielleicht ist es ein Bug. Ja, probieren wir es mal. Also gehen. Alles klar, wir feiern. Schöne Heirat. Gucken wir mal, wie es bei ihr so... Minus 10. Ist auch ein undurchschaubar Intrigenspinner. Okay, alles klar. Komm hier. 50! No! Raus damit. Nein, nein, nein. Ich hoffe, ihr habt... ja, ihr wisst schon. Viel Erfolg und so. Die Zeit wird es zeigen. Ich hoffe sehr. Unsere Truppen müssten doch jetzt langsam besser werden, oder? Plus 20 im Monat. Ja, die steigern sich langsam. Könnt ihr nicht langsam mal... Freunde, wie schaut es denn bei euch da oben aus? Die kriegen gerade mächtig auf die Nase. Die versuchen jetzt rückzubelagern. Utrecht, Freunde. Das ist doch im Eimer alles. Seid gegrüßt, Graf Sieghard von Ansbach. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material. Ja, ganz Schwaben. Oh, König La... Wenn wir ganz Schwaben sagen, dann würde uns der Anspruch... Dann würde der König uns nicht mehr so gern mögen, ne? Der mag uns eh schon nicht so gerne.
du brauchst den Anspruch. Kleinen Anfang sagen, wolle wollst. So, Kuma Coyote, grüß dich, hi. Die anderen sind momentan zu mächtig. Das Geld ist halt übel, ne? Selbst das ist schon viel. Da war's das mit unserem neuen Regiment. Aber noch können wir den Anspruch ziehen, ne? Vielleicht kriegen wir einen König dann easy peasy dazu, dass der uns das gibt. Der Chat ist sich auch mega uneinig gerade. Ja, ja, kurz oder lang muss ich sowieso machen, ja. Aber ich hätte ganz gerne noch eine kleine Erweiterung. Ja, genau, die könnten mich auch loswerden, ne? Also das ist auch möglich. Wenn ich einen Anspruch vom König habe, könnte mich auch der König natürlich entsorgen, ne? Das wäre auch möglich. Ja, komm, wir machen das so. Wir machen nur den kleinen Anspruch. Unsere Truppen sammeln sich gerade aktuell. Eure Armeen sind ausgehoben. Wir können den Krieg gerade aktuell nicht führen. Und die ganze Geschichte ist halt auch ein Witz, ne? Also, macht einen weißen Frieden. Wenigstens mit einem Kriegspartner. Mit 2000 Mann, das wird doch nie was. Von Geldern ist doch nichts mehr übrig, oder? Gräfin Mathilde hockt da im Knast. Aber die kommen halt mit 2000 Mann, das ist halt echt viel, ne? Suno ist verstorben! Und wir haben jetzt... Protari ist jetzt der neue... am Hofe, neuer Sofrorbischof. Okay. Uff, ja. Das habe ich tatsächlich so nicht kommen sehen. Aber finde ich gut. Der ist super, ja. Der ist besser als der andere, ne? Mit annehmen. Wir machen das. Parzibert kann heiraten. Parzi! Wie ist es? Wie ist die Lage? Du bist 17. Das ist die beste Zeit. Parzi. Ich hätte da... Kassel wäre jetzt gut, ja. Parzi, ich hätte da... eine junge Dame, 21. Und könnte uns vielleicht ein, vielleicht magst du die englische Küche ganz gerne. Keine 42-Jährige, bitte. Parzibär, wie schaut's aus? Ich hätte auch wahlweise irgendwo im Byzantinischen Reich da, du weißt schon, Südtürkei da, die Ecke noch was. Ist kein Problem. Die Haube quasi. Ich bring dich unter die Haube. Oder wir ändern da auf Zentralgermanisch und sagen, naja, vielleicht dürfst du auch so eine 42-jährige Baron von irgendwas. Nee. Von wo ist denn die? Hammelburg. Hat die irgendjemand? Die hat Kinder, ne? Ja, war selber ein Lehensherr. Uff. Pazzi. Gibt's Fotos? So, mal gucken. Echte sieht doch nett aus. Huch! Moment. So weit wollte ich noch nicht gehen. So. Was ist eine echte? Wissen wir nicht, oder? Ach, das ist die Mutter! Die Mutter vom Herrscher. Schön. Hat 141 Mann, das wird nichts. Das ist Zwergschiff. zeig mir mal bitte... Bündnismacht an, die sich hier ergibt.
gefällt mir alles nicht. Parzi. Momentan ist das nichts. Der Litter grüßt dich. Hi erstmal. So, Graf Sieghard von Ansbach. Ich habe eure Notlage bedacht und entschieden, euren Ansinnen stattzugeben. Mögen diese Mittel euch helfen. Schön. Papst schenkt uns mal wieder Gelder. So. Unsere Armeen sammeln sich. Wir können noch ein paar Mann brauchen. Ich würde vorschlagen, wir lösen unsere Armee in der Zwischenzeit ganz kurz auf. Ja. Wir lösen unsere Armee auf. Das hat jetzt alles andere, hat gerade keinen Wert. Wir brauchen gerade ein bisschen mehr. Bisschen mehr Pause hier. Bald enden die Feindseligkeiten hier. Mach halt einen weißen Frieden, Mensch. Was kostet dich das denn? Du hast doch verloren. Er kam halt einfach mit mehr Leuten. Unsere Truppen kehren heim, meine Lieben. Oh, Bildungsvorzug. Jo, was kann man hier? Sanktionierte Schlupflöcher. Ihr könnt Anspruch kaufen, Interaktion verwenden. Ja! Oh, wir können bald Gelehrter sein. Das ist schön. Freue mich sehr. Katholisch ist das Litter, ja. Fränkisch-katholisch. Aktuell. Hier nochmal ein kurzer Überblick. Katholisch, fränkisch. Und wir haben... Unser Herrscher ist 52 Jahre alt. Und Parzibär, der unseren Hauptanspruch erhält, ja, hat auf eigentlich alles hier Anspruch, aber wird vermutlich... hat eine Tochter. Die kriegen wir auch nicht unter die Haube, oder? Können wir da machen. Warte mal ganz kurz. 25. Matrilinear ist das alles, ne? Hier, Baron von Hammelburg. Ja, na klar, oder? Er ist 20. Gut, sie ist 12, ja, aber hey. Das ist eher religiöser Eiferer, unersättlich zufrieden. Wäre ein schönes Bündnis gerade, ehrlicherweise. Das wäre doch eine schöne Sache. Celsar. Moderat. Machen wir so. Würde er nicht annehmen, auf keinen Fall, okay. Ja gut, aber es würde uns ein Bündnis bringen, unsere Enkelin zu verheizen. Ich meine natürlich an den Mann zu bringen. Ist halt die Tochter unseres Thronfolgers, ne? Mitglied unseres Hauses. Ja gut, der Baron von Hammelburg wird jetzt eher nicht an unseren Hof kommen. Es würde uns ein gutes Bündnis noch mal ein paar hundert Mann mehr geben. Ich bin mir... So sei es. Damit kann ich leben. Jetzt haben wir hoffentlich endlich mal die erste bisschen Ruhe drin. Ich mach mich wahnsinnig. Ich habe mit denen eigentlich gar keinen Frieden mehr, gar kein Bündnis mehr. Komm, wir machen das. So, ab dafür. Uff. Wo kommen die denn her? Ja, okay, ausgezeichnet. Jarltum von irgendwas? Wie schaut es bei dem aus? Jetzt hat er hier drüben 500 Mann. Oh, wir müssen das jetzt machen, Freunde. Wir sind immer noch nicht on top. Passt auf, wir heben jetzt ein neues Kavallerieregiment raus. Das machen wir. Das wird ausgehoben. Das kostet uns natürlich enorm Steuern. Aber wir brauchen das. Wir haben einen Sieg errungen. Wieder eine Schlacht weniger, Gott sei Dank. Es wird langsam besser mit unseren verschiedenen Schlachtordnungen hier. Ganz Alex gegen Herzog Lambert. Ach, hier unten gibt es gerade Stress, okay. Soll uns erstmal recht sein. Gut, wir werden unsere Zollernburg... Ist okay. Die Reiterei bekommt 10 pro Monat an Zuwachs. Und wir sollten definitiv am Hof jetzt mal Folgendes machen. Was kostet es uns, Ritter einzuladen? Kosten 150 Prestige. Das machen wir. Tapfere Ritter.
Wir haben eh schlechte Ritter, ne? Also unsere Ritter sind echt schlecht. Parzibert darf nicht ins Gefecht. Und alle, die generell zu unserem Haus gehören, dürfen auch nicht ins Gefecht. Also alle, die aus unserem Haus sind, dürfen nicht ins Gefecht gehen. Da pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Lass uns mal einen Arzt suchen. Nein, Quatsch. Haben wir einen Arzt? Suche beginnen. Wir können ja mal einen suchen. Warum nicht? So. Und dann lassen wir uns Ritter einladen. Ja, aber Wollewolf, die wollen das meistens nicht. Das kostet uns 150. Ja, aber ich konnte doch jetzt gerade eben nicht den zum Arzt machen. Das ging gerade doch nicht. Nee. Oder kann ich einfach an den Hof klicken, oder was? Wir sind gerade hier am Hof. Als Hofarzt einsetzt, ach so. Ich nehme mal an, dafür brauchst du dann halt einen relativ hohen Wert in der Bildung. Mach Parzibert zum Hofarzt. Komm, das ist doch eh der Kräuterkundige gewesen. Der ist hier rumgehüpft die ganze Zeit. Okay. So. Und jetzt brauchen wir trotzdem noch Ritter. Die lernen ja auch mit der Zeit hier. Ich hoffe doch. In den kommenden Monaten werden mindestens 3 fähige Männer mit 12 oder mehr Kampfgeschick als Gäste an den Hof kommen. Ja. Lass uns das mal tun. Das sollten wir vielleicht relativ schnell noch lösen, bevor die hier Unmengen an Bündnisse schmieden. Wir haben tatsächlich auch relativ viele Bündnisse. Nur Utrecht ist uns halt jetzt weggefallen. Hofarzt. Die Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Graf und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich die Dienstboten nach Empfehlungen umgehört, doch haben ein paar Möglichkeiten. Ich berufe nicht irgendjemand zum Hofarzt. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Wir haben den Hofarzt ja schon. Dann lassen wir das gleich weg. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse. Ja, mach weiter. So. Okay. Diese Geschichte, da werden wir uns nicht beteiligen. Das lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Ein Ritter ist eingetroffen. Er hier. Er ist aber von uns nicht so ganz... Die Meinung ist nicht so in Ordnung. Aber 18er Kampfgeschick, ey. Lecco mio. 18. Der ist voll gut. Gefühllos, tapfer, keusch, fähiger Taktiker, Waldkämpfer. Uff. Ihr habt nicht... Oh, wir haben kein Geld. Parzibert, ich kann dich nie verheiraten. Ich würde gern, aber ich kann einfach nicht. Ihr könnt Ita... Wer ist das denn? Achso, die können dir einkerkern. Ja, ich will die aber nicht einkerkern. Wir haben wenige Ritter, das wissen wir. Wir könnten ihn halt voll gut rekrutieren, ne? Das wäre halt mega gut, ne? Aber da haben wir kein Geld. Das Truppenausheben war für uns nicht so einfach. Die Aufgebote wachsen weiterhin. Ehepartner, Tag des Turniers, meine Lieben. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Meine Ritter jubeln, als Gräfin Mechthild das Turnier zu ihren Ehren ankündigt. Und endlich einmal darf ich einfach nur zusehen. Allerdings werde ich nicht den ganzen Turniertag lang auf einen Thron herumhocken. Nein! Die Ritter erhalten auch von mir Beifall.
gewinnt 8 Jahre lang Meinung. Das ist die perfekte Gelegenheit, Parzibär ein wenig zu schulen. Okay. Parzibär könnte entweder Logistiker, Pionier, aggressiver Angreifer, unnachgiebiger Verteidiger und so weiter. Er könnte eine Fähigkeit eben erlangen. Dieser Tag ist zu unseren Ehren. Wir bekommen dafür allerdings dann Prestige. Das ist natürlich die Frage. Chat ist sich nicht einig, aber die meisten tatsächlich sind für 2. Wir werden sehen, wo das hinführt. Das ist ein guter Einwand. Wir können natürlich auch unsere Zeit nutzen, um Befehlshaber auszubilden. Und aktuell machen wir was? Wir stabilisieren die Gemeinde. Zollern aktuell. Da ist die Kontrolle sehr, sehr niedrig für uns. Das ist gefährlich, weil die Steuern auch dementsprechend niedrig sind. Das hat sich in Ulm tatsächlich schon deutlich gebessert. Sehr gut. Aber vielleicht ist das jetzt genau der richtige Moment, um eben Befehlshaber auszubilden. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das ist eine Entscheidung für Kronprinz Parzi. Ja, Parzi ist er leider in der Rangfolge tatsächlich auf dem 3. Platz, ne? Auf dem 2. Platz. Der Haupterbe ist er nicht. Hat zwar auf alles Anspruch, aber man weiß es nicht. Heiliger Brief. Meine kürzlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priester König Leo auf. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für... Was ist er denn? Eiferer, maßvoll, eigenwillig und er ist noch ein Philosoph. Alles würde uns Stress bringen. Ist nicht gut. Nee, ich denke, gelobt sei Gott. Wir bekommen dafür dann natürlich auch hier Frömmigkeit. Frömmigkeit ist wichtig. Das ist gut, wenn wir das haben. Na, als frommer Mensch sind wir bald aufopferungsvoll. Das ist auch wichtig. Neuer Ritter ist eingetroffen. Auch er 12 Kampfgeschick. Ist nicht überragend gut, aber was willst du machen? Er lebt halt seine Leben, ne? Also, da fand ich jetzt den mit 18 tatsächlich extrem gut, ne? Fahrender Ritter. Lobe den Herrn auch unbedingt. So, bevor der jetzt hier noch weitere Bündnisse eingeht, sollten wir da einen relativ schnieken Krieg anstarten. Damit wir das hier ordentlich auf uns nehmen können. Die Stadt Rottweil sollte zu dem ganzen Ding dazugehören. Das heißt, wir nehmen 2 Gemeinden gleich ein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Unsere Truppen sind auf einem sehr guten Niveau. Wir können bis zu 964 Soldaten gesamt ausheben. Das werden wir in Zollern tun. Und dann nur eine kleine Überquerung hier wagen. Ich denke, das ist gut. Wir warten noch, bis unsere Truppstärke auf Maximum ist. Ich hoffe, die Kriege hier erledigen sich auch mit der Zeit natürlich hoffentlich dann auch sehr schnell. Wir kämpfen die Jarle auch gegeneinander. Das sollen sie auch meinetwegen tun. Mir ist es völlig boogie, wie die sich da gegenseitig die Köpfe einhauen. Ich habe mit denen eigentlich nichts zu schaffen. Und ich würde mich am liebsten gerade aus dem Krieg auch wieder rausziehen. Kann ich das irgendwie machen, dass ich wieder rausgehe aus dem Krieg? Nee, oder? Ich muss das dann durch. Wenn ich einmal reingebe, muss ich durch, ne? Versetze lieber den Aushebungspunkt. Sollen wir den hier runter versetzen? Mal jetzt hier so rum. Hier hin. Der Drache, ich wünsche dir was. Hab einen schönen Abend. Befehlshaber verbessert. Deine Kriegsführung um 1 erhöht. Bei Bürgermeister Pfaff. Oh, schrecklich. Schön. Gut. Das ist immerhin etwas. Immerhin etwas, meine Lieben. Okay. Wir werden sehen. Truppstärke nähert sich ihrem Höhepunkt. Uns fehlen nur noch ganz, ganz wenig Reiterei. Danke, Parzi. Und wir werden sehen, wo uns diese Reise hinführt. Wir werden das sehen. Aktuell werden wir eben hier Hohenberg, die Grafschaft werden wir auf jeden Fall noch nehmen. Das ist heute der Plan. Aktuell der letzte Kriegsstand 88%. Hier aber mit dem haben wir tatsächlich Oversticht. Haben wir tatsächlich kein bisschen was zu tun. Moin! Liking! Grüß dich, hi! Gegen Graf Adelhard ist verfallen.
Gut, damit sind unsere Kriege endgültig vom Tisch und wir laufen keine Gefahr mehr. Eine Kultur hat eine Entdeckung gemacht. Die Motten, meine Lieben. Okay, was haben wir hier? Ruf ein Geheimnis von Trude. Das interessiert mich auch nicht. Die Krone. Okay, Geheimnis aufspüren wurde beendet. Ich bin mir tatsächlich jetzt nicht so ganz... Wir sollten vielleicht die Steuern eintreiben. Was macht er denn gerade? Den Ausbau hier fördern. Ja, das soll er auch weiter mal machen. Fehlt aber ist eine gute Sache. Nee, soll uns eigentlich nur helfen, ausgleichen. Finde ich das gar nicht schlecht. So. Jetzt gucken wir mal, meine Lieben. Was sehe ich? Genau das Richtige, Liking. Genau das Richtige. Vielleicht noch die Kultur in Ulm und so weiter ändern. Ulm ist bereits fränkisch. Stuttgart wäre auch fränkisch. Und Zollern ist noch das letzte schwäbische Teilchen, was wir hier haben. Aber das ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Wir werden jetzt diesen Krieg noch starten und von dem Zaun brechen. Das ist mein Plan. Wir nehmen jetzt hier den Krieg an. Wir werden das tun. Ihr erhaltet den umkämpften Titel. Genau. Er ist unterlegen. Das ist gut. Seine Aufgebote sind überschaubar. Er hat leichtes Fußvolk. 300 dagegen. Das ist okay. Das ist auch nicht viel. Ja, es geht. Es geht, meine Lieben. Okay. Luca, ich wünsche dir was. Er hat einen Verbündeten. Ich weiß, den kennen wir. Und wir haben aber auch Verbündete. 3 Stück, um genau zu sein. Das ist nicht die Wucht, aber wenn alle 3 kommen, haben wir tatsächlich gute Chancen. Das könnten wir jetzt eigentlich starten, meine Lieben. Wir könnten hier den Krieg erklären. Und wir werden es auch tun. Wir werden unsere Armeen ausheben. Und wir werden jetzt Verbündete in unseren Angriff reinholen. Wir rufen unsere Verbündeten in den Krieg. Der andere wird es auch tun. Sie werden annehmen. Unsere Verbündeten sind uns loyal. Das wird aber mir ein bisschen zu teuer gerade, um ihn reinzuholen. Wir warten das mal ab. So, die erste Armee kommt. Natürlich nehmen sie an. Wir haben auch dafür schon sehr, sehr viel aufgewendet. Wir werden den Angriff befehlen. In die Schlacht, meine Lieben. In die Schlacht. Das hat uns sehr viel Prestige gekostet. Unser Geld schwindet dahin von Monat zu Monat. Okay. Natürlich werde ich mich eurem Krieg anschließen. Sehr schön, jetzt haben wir 1200 Prestige im Minus. Was habe ich getan? Okay, die Schlacht läuft, meine Lieben. Wir haben einen Sieg errungen. 12% Kriegsstand. Wen haben wir da? Ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Bürgermeister Truderik von Rottweil wurde gefangen genommen. Folter. Nee, Kerker. Ja, warten wir mal ab. Wir sehen hier 500 Mann aus Passau kommend. Hier kommen 100 Mann und hier kommen nochmal 123 Mann. Die müssen sich gegenseitig nur beschäftigen, 6 Monate lang, bis wir die Belagerung durchsetzen können. Hauptsächlich, die werden wahrscheinlich uns nicht angreifen. Wir können Lösegeld tatsächlich fordern, ne? 30 Geld. Ja, machen wir mal. Will ich nicht. Das Geld hilft uns ein bisschen. Ansbach wird belagert, ja, von 500 Mann tatsächlich. 4 Monate Verbleib. Ich nehme euer Angebot an. Sehr gutes Geschäft.
Und wie lange brauchen wir noch für die Belagerung? 3 Monate. Das ist eine ganz knappe Kiste, die hier läuft gerade. Außer natürlich unsere Verbündeten würden Ansbach schützen. Können wir das irgendwie... Ansbach wird halt belagert. Okay, aber wir müssen das halt jetzt irgendwie schaffen, dass wir diese Belagerung schnell durchziehen. Oder natürlich unsere Verbündeten stören das so schnell, dass... Was macht ihr denn? Ach, ich belagere jetzt hier auch. Ja, das ist aber Unsinn. Ah. Wir haben eine Zermürbung hier drauf, aber das ist okay. Wir haben keine Bresche drin, aber das ist okay. Unsere Verbündeten sind mit dabei. Wir können das noch lange durchhalten. Der Fortschritt ist allerdings schon gleich durch. Wie lange hält Ansbach noch? 2 Monate. Theoretisch, wenn man seine Grafschaft nehmen müsste, der Krieg entschieden sein. Wie lange ist das hier noch? 28 Tage gegen. Hier wird schon... Die Erklimmung läuft. Wie lange hier noch? 9 Tage. Monetäre Dienste. Mein Graf, ich konnte mich nicht umhin zu bemerken, dass ihr vielleicht an einer gewissen finanziellen Unterstützung profitieren könntet. Mein Ratsspitzelbürgermeister Ansowald schürzt die Lippen, als er eine Vereinbarung vorschlägt. Ein Darlehen, um die Belastung meines Fiskus zu verringern. Ich leihe mir Geld von ihm. Ihr haltet 35 Anspannungen. Wir sind halt schon kritisch. Danach kriegen wir halt schon eine echt fiese Stufe, ne? Wir müssen das abbauen. So verzweifelt sind wir nicht. Wir stehen finanziell, das wird schon. Sobald wir die Truppen auflösen, ist das wieder ein Plus. Aber das ist in jedem Fall doof. Entweder ich gebe ein Druckmittel her. Oder aber ich kriege Anspannung. 2, das stehst du durch. Das machen wir auch. Ihr werdet überwältigt von der Anspannung. Fruchtbarkeit -10%, damit können wir durch. Okay, auf geht's. 5 Tage noch. Geistiger Zusammenbruch. Liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Okay. Ich muss in die Klausur gehen, um solche Verlockung zu meiden. Dann kriegen wir... Erhalte die Eigenschaft einsiedlerisch. Verliert 40 Anspannung. Okay. Gräfin Mechthild verliert Meinung. Die alten Gebote werden mir helfen, rein zu bleiben. Konvertiert zum Glauben Karaismus. Okay. Das ist nicht in Ordnung. Ich beiße mir auf die Lippen und konzentriere mich weiter. Ihr haltet 25 Anspannung. Da finde ich das erste tatsächlich noch am wenigsten schlimm. Das ist einsiedlerisch, können wir ja bleiben. Ja, das ist okay. Okay, wir machen das so. Ja, okay, die Anspannung geht runter. So, zurück zum eigentlichen Thema, meine Lieben. Wir haben das. Können wir die Forderungen erzwingen? Nein, können wir nicht. Es wird eine heiße Nummer gerade. Wir haben hier 28 Tage. Ich ziehe mit den Truppen weiter in die Belagerung. 14 Tage hier. Das sollte schnell gehen. 4 Tage. 16 Tage. 100%, oder? Ja. Warte mal, mach mal Pause, bitte. Ja, ich will nicht Ansbach verlieren. Forderungen erzwingen, so sei es. Und jetzt? Müsste ich doch den Anspruch haben, oder? Ja. Ja, der gehört mir. Oh!
Meine Güte, wir haben es gewonnen. Und damit könnten wir theoretisch... Fehlen uns immer weniger, um das hier durchzusetzen. Times that we had, when this was all that we knew, when this song was still new, when this all was still